Hallo und willkommen zurück zu Disgaea 5 Alliance of Vengeance, wo wir jetzt endlich mal die erste Mission des 7. Kapitels angehen. Das heißt, müssen wir mal eben schauen. Ne, alles gut. So, wo sind wir? Saint Kano. Also eine Magma-Wüstenei. Und die Verlorenen wollen daraus Energie gewinnen. So, so. Und wir sind im blutigen Treibsand und da haben wir unsere Treffersicherheit um 20% reduziert. Hey, Bro! I said, Bro! Can you stop calling me that? Kannst du irgendwie mal aufhören, mich dauernd Bro zu nennen? Why? We're apprentice brothers, so it's only natural for me to call you Bro. Aber warum? Wir sind doch Lehrlingsbrüder. Also ist doch ganz natürlich für mich, dich einfach Bruder zu nennen. Anyway, calling you a thief is the biggest blunder I've ever made in my whole life. Please forgive me. Aber davon mal ab, dass ich dich einen Dieb genannt habe, war der größte Fehler meines Lebens. Bitte vergib mir. Don't worry about it. I tried to pretend to be his apprentice just so that I could defeat him. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich habe doch nur vorgegeben, sein Lehrling zu sein, damit ich ihn eines Tages besiegen kann. I'm in no position to deny being called a thief. Und demzufolge bin ich auch nicht in der Position, dass man mich nicht Dieb nennen könnte. Also du darfst mich ruhig Dieb nennen, mit anderen Worten. Anyway, so you're an apprentice of Goldion. Aber du bist ein richtiger Lehrling von Goldion? Yeah. He must have been greatly intrigued by my hidden potential and qualities. Ja, genau. Er muss ziemlich beeindruckt gewesen sein von meinem Talent und meinen Qualitäten. I see. If you were Goldion's apprentice, then you might be able to lift his brainwashing. Ah, ich verstehe. Wenn du also Goldions Lehrling warst, dann könntest du auch in der Lage sein, seine Gehirnwäsche wieder aufzuheben. Huh? What does that mean? Ja, und wie das? Killia, I have confirmed the location of Demon General Bloodus' main base. Killia, ich habe gerade die Bestätigung für den Aufenthaltsort von Dämonengeneral Bloodus Hauptbasis erhalten. It's in a place just ahead of us called Infernecro. Es ist an einem Ort gar nicht weit von hier, der ist bekannt unter dem Namen Infernecro. Also eine Mischung aus Inferno und Nekromantie. Oh, speak of the Jabronis. Ach, wo wir gerade von den Schwachmaten sprechen. What's the matter? Hurry up and super just bring it! Was ist los mit euch? Nun macht schon. This is a bit odd. They're being really cautious of us, Plip. Das ist ein bisschen seltsam. Die sind mir ein bisschen zu vorsichtig. We injured Demon General Bloodus. Of course they're giving us the VIP treatment. Naja, schließlich haben wir auch Dämon General Bloodus verletzen können. Und da werden wir jetzt natürlich als VIPs behandelt. Bloodus himself isn't here, so that must mean he hasn't fully recovered yet. This is our chance. Bloodus selbst ist aber nicht dabei. Das bedeutet, dass er sich noch nicht vollständig erholt hat. Das ist unsere Chance. Yeah, let's do this. Ja, bringen wir es hinter uns. Genau, Sandsturm, 20% weniger Trefferchance und ich hoffe, das gilt auch für die schießwütigen Ganoven da oben.
Ganz schön viele Leute hier. Aber ihr steht schön da. Das gefällt mir. Da kann ich ein paar Schießübungen und sowas machen. Die müssen wir eben erst vorbereiten. Ich habe übrigens den Shield-Skill von 35% auf 40% verstärkt. Hat mich 320 Mana gekostet. Ready. Ja, du gehst vielleicht mal sogar an die Seite hier. Kostet 122 Mana, aber wir haben es ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was kostet dein Zielregen nochmal? Ist ganz schön teuer. Aber der könnte sich da lohnen. Oder nach Quatsch. Rapid Arrow reicht ja vollkommen auch. Gut, machen wir gleich. Nein. So. So, Zerokin. Ja. Du bist dahin. Dann brauchen wir Billy. Zwei, drei, vier, fünf. Ach Quatsch, das reicht gar nicht so weit. So. Shotgun Craft. Und dasselbe kann nämlich Serafina auch nochmal machen. All men are my servants. Dann ist die Frage, reicht der Capture Skill? Wahrscheinlich noch nicht. Das heißt, du machst jetzt nochmal deinen Rapid Arrow. Und jetzt machst du deinen Capture Skill. Das sollte ganz effektiv sein. Ich überlege gerade, falls das nicht reicht. Könnte Christo noch mal drauf schießen. Nee, das bringt ja gar nichts. Dabei haben alle Leute einen neuen Bogen bekommen. Also ich glaube, Christo hat irgendwie einen abgelegten Bogen von jemandem bekommen, aber es gab schon ein paar neue interessante Sachen. Du kannst da noch nichts Gutes. Du kannst das klauen. Oh, beides neue Sachen, schön. Gib mal her. Ha, 86%. 86 ist fast wie 100 und dann kriege ich es nicht. Nee, also zur Not muss Kilja denn dann nochmal ran, wenn da jetzt noch irgendwas schief läuft. Machen wir erstmal so. Ja, war nicht schlecht. Zwei haben wir gefangen genommen.
Und hier haben wir jetzt noch ein bisschen Beute für Rayek vielleicht. Tja. Das sieht gut aus. Na, da wird kalt, was? So, und jetzt können wir die Leute da ein bisschen abblocken. Wenn ich einfach mal hier mit hingehe. Und in Verteidigungsposition. Wen haben wir denn noch? Das müsste eigentlich Christo werden hier. Christo hatte ich übrigens auch einen Buff gegeben. Mensch, das könnte ich gerade noch mal machen. Also, einen Buff-Skill hat er jetzt. Magic Boost. I'll support you. So, nächste Runde. Hard. Me? Me? Sturm hat jetzt übrigens noch mehr Hitpoints als früher. Ready. Ich glaube, geht langsam an die 2000 ran. Oder über 2000 sogar schon drüber. Gut, gucken wir mal, ob wir hier. Ah, sehr schön, da kommen wir da dran. Können wir das ähnliche Spielchen wie gerade nochmal machen? Und du gehst mal einen zurück, beziehungsweise da auf die Seite. Mal gucken. Ach, die haben ja auch einen Ritter in Verteidigungsposition. Schau an. Den werden wir schon klein kriegen. Mal sehen, ob der Ritter das gleich abblockt, aber der Schaden ist schon mal enorm. Wahnsinn. Dann schießt du ruhig mal auf den hier. Du schießt auf alle. Du willst da noch was klauen. Die Axt habe ich schon, also nehmen wir das Kostüm. Thank you.
Ich fürchte, mit Capture und so, das wird gar nicht reichen. Deshalb machst du einfach einen Phantom Blow. Boah, Elisa, ey, die hält ja was aus. Das heißt, wir müssen hier mal was ändern. Oder nee, du kannst trotzdem hier sagen, Special Hurricane Blow. Und du sagst schon mal verteidigen, falls sich da gleich jemand wehren will. So. Genau, uns fehlt hier ein Axtkämpfer, damit wir die Verteidigung ein bisschen runterbringen. Ach genau, nimm du den Eiszauber entgegen, das ist gut. Weil da bist du bestimmt nicht gut gegen geschützt. Fein, fein. This is fun. Oh, crap. Let's end this quick. Das könnte jetzt vielleicht reichen. Ja, cool. Und warum? Weil der Ritter mal wieder so blöd war und alle Leute beschützen wollte. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen... Ich würde sagen, gehen wir ruhig vor. Dass auch nicht alle Leute so zusammenstehen. Wieder Rüstungsmastery hochgegangen bei Sturm. Da müssen wir bald die 15 erreicht haben. So, das war jetzt die zweite Runde, oder? Shield müsste eigentlich noch gebufft sein. Warum ist das auf 581 runter? Naja, gucken wir mal. Und die stehen wieder super. Billy, komm du doch mal hier rüber. Hier habe ich mal was vor. Geh du mal dahin. Nach dort. Und hier hin. Christo geht. Hier mit hin. Da heilen wir den Feind mit, das ist auch nett von uns. Achso, da kommen wir nicht gerade hin, das ist ja auch ein bisschen schade. Nee, Billy, dann... Geh du da mal weg. Geht Serafina dahin? ...1500 ungefähr. Okay, dann stell du dich mal hier hin.
So. Müssen wir noch eine kleine Spende abholen? Ja, vielleicht nicht so nah ran, so reicht ja. Moment mal, das sind 1, 2, 3, 4. Das ist okay. Einfach ganz normal schießen. Du machst eine Bewerbung. Du hast deinen Eiszauber. Ich hoffe mal, der ist gegen Eis empfindlich. Ja, super empfindlich. Sehr schön. Und dann schlägst du jetzt nämlich ganz normal zu. Dann kann dir Sturm zur Hand gehen. Und du schlägst auch ganz normal zu. Und die Fans machen wir erst später. I'll support you. Hätte ihn alleine gekillt. Jetzt schon Bonus Level 9. Wir haben gerade erst zwei Gegnertrupps gekillt. Also über die Hälfte steht quasi noch aus. So, dann können wir hier ganz munter agieren. Great. Weißt du was, geh ruhig hier mal hin. Eindrucksvoll, aber zu wenig Schaden für mich. Not scary, not scary. So, du kriegst gleich mal wieder einen schönen Eiszauber an den Kopf. Im Rage-Modus. Aber erst nachdem ich dir die Klamotten vom Leib geklaut habe. So. Kannst du schon mal darüber, aber du kannst dann die Kiste angreifen. Brauchst die Kiste gar nicht anzugreifen. Egal, Gehirn. Christo übernimmt die Sachkiste.
Nee, ich weiß nicht, wer sich da gleich noch hinstellt. Da. Und angreifen, Eis zaubern. Sollte eigentlich reichen. Ja, ich mache jetzt einmal. Magie gereicht. Dann brauchen wir noch Heilung. Muni, dein Job. Komme ich so weit nach hinten? Jo. Also auch Kilia könnte ein Problem kriegen, wenn der da gleich von allen angegriffen wird. Da muss ich mich mal geschickt hinstellen, nämlich auf diese Ecke hier. Okay, und los. Habe ich die Fan gesagt? Wahrscheinlich nicht, ne? Sorry. Trottel. Weder bei Kilia noch bei Sturm. Ey. Ah, geht ja alles. Nasi. Glück gehabt. Heilen. Nee. Dann müssen wir mal eben das folgendermaßen machen. Du gehst hier rüber. Der Twin Danger könnte bedeuten, man kann zweimal schießen oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich super. Weit genug. Ja, das ist nicht schlecht. Okay, also könnte Billy so machen. Jetzt kommst du nicht weit genug. Du musst da nämlich hier mal reinschießen.
Ophelia wird das schon überleben. Kommst darüber? Kannst du jetzt eventuell mal drei Felder weit zaubern? Das wäre ganz praktisch. Würde sogar gehen. Machen wir das mal so. Dann kannst du vielleicht sogar noch weitergehen. Ja, und dann 1, 2, 3 genau da reinschießen. So. Einmal den. Serafina kann jetzt gar nichts machen. Achso, das ist Sturm. Egal. Serafina kann trotzdem nichts machen. Ja, er wird irgendwie gar nicht gebraucht. Achso, warte. Halt. Zurück. Lift. Ja! Ja! Jetzt kann er nämlich hier hin. Gleich kann er da hin, wenn Kia da geschlagen hat. Und kann den Minotaurus hier noch einen verpassen. Oder er könnte sogar hier hin, genau. Ja, es ist nicht die Welt, aber ein bisschen was bringt es ja. Let me thank you. Nee, nicht getroffen. Let's end this quick. Ja, super Teamwork. Ja, da kommen auch noch Jack und Averill. Die beiden letzten Daltons hier. Das ist eigentlich als Bonus. Ein Dark Orb und ordentliche Erfahrungspunkte. Okay, du musst mal hier hin. Ach, du kannst seitlich klauen. Du kannst also... Ach, die anderen sind schon alle weg. Okay. Warum so schlecht? Jetzt will ich mal was gucken. Wenn ich jetzt dahin gehe, ist es dann auch so schlecht? Miau. Ja. Ich versuch's trotzdem. Miau.
Right there. Geht gar nicht, okay. Killia, how does one become the strongest overlord? Sag mal, Killia, wie wird man eigentlich zum stärksten Overlord? Why are you asking me? Warum fragst du das gerade mich? Because you used to be the strongest overlord. Ja, weil du einmal der stärkste Overlord warst. That was just what people said. There were plenty of overlords who were stronger than me. So wurde ich doch nur von den Leuten genannt. Es gab jede Menge Overlords, die stärker waren als ich. And there is nothing to gain by becoming the strongest. Und zudem hat man überhaupt nichts davon, wenn man der Stärkste ist. You're wrong! Power is everything in the Netherworld! Might makes right! Da liegst du falsch. Macht ist alles in der Unterwelt. Es gilt hier das Gesetz des Stärkeren. Doesn't becoming the strongest overlord mean you get everything you ever wanted? Und wenn man da der Stärkste Overlord ist, bedeutet das denn etwa nicht, dass man alles kriegen kann, was man nur möchte? You're exactly like the old me, which is why I can't let you stay like this. Du erinnerst mich exakt an mein altes Ich und aus diesem Grund darfst du nicht so bleiben. Your old you was just like Red Magnus? What does that even mean? Dein altes Ich war wie Red Magnus? Was bedeutet das? I'm only telling this story for your benefit. Ich werde dir jetzt mal etwas erzählen und nur zu deinem Besten. I was born and raised in the slums of Cryoblood. I didn't have any parents to rely on. I did whatever it took to survive. Ich wurde geboren und bin auch aufgewachsen in den Slums von Cryoblood. Ich hatte keine Eltern, auf die ich zählen konnte. Ich tat, was ich tun musste, um zu überleben. It was common for the weak to die. Power was everything in the world I lived in. Für die Schwachen war es an der Tagesordnung zu sterben. Macht war alles, was zählte in der Welt, in der ich lebte. Also Stärke, eigentlich. And I too once thought that if I became the strongest overlord, I could get everything I ever wanted. Und genau wie du dachte ich auch, dass wenn ich einst der stärkste Overlord werden würde,
dass ich dann alles bekommen könnte, was ich jemals mehr träumt hatte. But even after I became the top dog, I was always surrounded by enemies. Every day was a violent hell of washing blood with blood. Aber selbst als ich da der Obermotz wurde, war ich doch ständig von Feinden umgeben. Jeder Tag war eine gewalttätige Hölle, wo Blut mit Blut vergolten wurde. The only thing I found waiting for me was a devastating loneliness. Und das Einzige, was ich wirklich gefunden habe, war eine erschütternde Einsamkeit. I was only able to escape that eternal loneliness by finding a family. Und die einzige Möglichkeit, wie es mir gelang, dieser Einsamkeit zu entkommen, war, eine Familie zu finden. A family? Familie? Yeah, we weren't related by blood, but she was the only family I had. Ja, wir waren zwar keine Blutsverwandte, aber sie war die einzige Familie, die ich hatte. You had it. Killia, is the reason you hate Void Dark? Killia, ist etwa dein Grund, warum du Void Dark so hasst? You better watch out. At the rate you're going, you're on track for living in the same kind of pit that I did. Und du solltest besser auf dich aufpassen, Red Magnus. So wie es momentan weitergeht, bist du genau auf dem richtigen Pfad, um so zu enden, wie ich es tat. Killia. Red Magnus, you are not alone. Don't ever forget that. Red Magnus, du bist nicht allein. Vergiss das niemals. Killia, thanks. Killia, danke. But don't worry about Red Magnus. He'll super lay the crackdown on Void Dark and become the strongest overlord. Aber mach dir um Red Magnus keine Sorgen. Er wird einfach Void Dark niedermetzeln und dann der stärkste Overlord werden. That'll make up for all of Red Magnus's past mistakes. Und das ist dann die Wiedergutmachung für alle Fehler, die Red Magnus jemals gemacht hat. It's because you're like this that I want to help you. Und genau weil du so bist, Red Magnus, möchte ich dir gerne helfen. Das war eben so richtig gut, so wie Red Magnus dann immer stiller wurde und zuhörte und dann sagte, ja, danke für diese Geschichte. Denkt man, da hat es eingesehen und dann, ja, und jetzt mache ich Void Dark platt. Ja, Flaming Balance Beam machen wir später. Das klingt ja wieder so nach so einer Balancierungsübung. Also das heißt so ein Steg, wo nur einer zur Zeit drauf kann und so, wo alle hintereinander gehen müssen. Naja. Oh, wir haben noch ein Gespräch. Dann machen wir das. Mal eben kurz Heilung, dass ich es nicht vergesse. Und Flurry Shop, dass ich es nicht vergesse. Und dann das Gespräch. Gefangene. Machen wir später. Hey, Bruder. Was ist eigentlich deine Beziehung zu Serafina? Nicht schon wieder diese Frage. Es ist nichts Besonderes. Wir gehören einfach zur selben Rebellenarmee. Das muss dir doch nicht peinlich sein. Sekilia ist einfach meiner Schönheit verfallen. Ja, davon träumst du. Du sagst immer so kalte Dinge, aber dennoch eilst du mir immer wieder zur Hilfe, wenn ich in Gefahr bin. Ich kann mich nicht von jemandem abwenden, der leiden muss aufgrund der Verlorenen. Oh, jetzt brauchst du aber nicht rot zu werden, Sekilia.
Nun, wir belassen es einfach dabei. Stimmt was nicht, Zerokin? Ihr beiden wirkt ja wie Turteltäubchen auf mich. Oh, was passiert hier gerade? Wieder 12.000. 100 Leute killen, aber es gibt 70.000. Das machen wir. Können wir nicht mehr machen. Machen wir dann später. Und es könnte sein, dass wir jetzt schon 15 Waffenlevel bei Sturm haben oder so. Oh, wir können Schokolade kaufen. Super. Nicht zum selber essen natürlich, sondern für die Quest. Ne, genau, da war ja noch die neue Quest. Also mit den 10 Leuten, mit den 100 Leuten. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich Waffenlevel hier schon auf 15 oder höher habe. Kill hatte ich ja schon gemacht. Du hast noch 13. Dann könnte höchstens noch Sturm sein. Sturm hat 14. Das dauert noch ein bisschen. Dann nehmen wir die Quest an mit den 100 Leuten. Es geht ja schneller als man denkt. Okay. Dann kümmern wir uns um die Gefangenen. This is it. Being beautiful is a sin. 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 All men are my servants. So, und da bin ich jetzt dazu übergegangen. Awesome. Meine Support Squad noch zu verbessern, hier diese Life Support, glaube ich, damit ich den Dreifachsprung endlich mal kann. Es kann ja sein, dass ich in der Item World auf Sonderräume treffe, wo man hoch springen können muss. Und ansonsten Research brauche ich kein höheres Squad Limit. Das kostet 1500 Punkte. Das wäre noch interessant mit der Dark Assembly. Dass wir da 3 Leute reinpacken können. Das spart dann langfristig ein bisschen Mana für meine Anträge. Das Hunter-Team, genau, für die Innocence. Das wäre auch noch ganz gut. Wenn ich dann auf die Jagd gehe, aber das kostet 500 Punkte. Das heißt im Prinzip 170, die ich hier so haben muss. Und das habe ich jetzt 38, 44. Das ist noch jede Menge. An die 90 da noch bei. Das ist gar nicht mehr so weit. 500 Punkte. Channeling kostet fast 3000. Lohnt sich dafür natürlich enorm. Also das lohnt sich ja dauernd.
Die EP könnte ich nochmal nehmen. Aber wer ist in meiner EP-Squad? Und was ich auch nicht weiß, müssen die Leute auch auf der Map gekämpft haben, damit sie diese 10% EP bekommen. Wenn das der Fall ist, bringt das ja kaum was. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird sich das richtig lohnen. Ich glaube, ich mache diese EP erstmal. Nochmal Hunter Team gucken. Squad Limit plus 2, das wären dann 7. 21% Innocent Rate mehr. Das mache ich etwas später. Jetzt machen wir die EP. Dann Hunter. So, was macht unsere Forschungsreise? What? Hatten wir irgendwie eine neue Unterwelt entdeckt, aber die hier sind auch gerade im Gange. Vielleicht ist die neue Unterwelt ja schwach. Sieht aber nicht so aus. 30 ist schon eine Hausnummer. Kann ich jetzt nicht irgendwelche Leute hinschicken, oder? Oder schaffen wir das? Dragonfang ist auch 30 mit 35, 30, 50. Schicke ich lieber einen nach Dragonfang. Ich hoffe, ich habe da noch einen übrig in dieser Forschungstruppe. Ja, Hedler könnte das machen. Und du bist ja 32, du bist 40. Na komm, der Professor ist 25, setzt ihn ja momentan eh nicht ein. Sich nicht ein, aber ich habe jetzt echt zu wenig Leute. Das ist eine Level 30 Welt. Kann ich Pinky da mitschicken? Ne, die kommen da nicht lebend durch. Das schaffen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Let's fix you up. Mit wahrscheinlich Mission 2 von Kapitel 7. Also macht's gut. Tschüss.